Herr Müller-Beck, wann beginnen Menschen oder die Gattung Homo, sagen wir besser, wann beginnt die Gattung Homo denn Werkzeuge herzustellen und wie sehen die ersten Werkzeuge aus, die wir kennen? Ja, also das ist die Gattung Homo, wird definiert von den Anthropologen einmal durch die Schädelkapazität, was problematisch ist, aber auch, das ist einfacher jetzt morphologisch, durch praktisch die Steilheit der Stirne. Das ist nämlich der Unterschied. Bei allen Angehörigen der Gattung Homo ist die Stirn relativ steil, ist relativ einfach. Genau wie alle Primaten sich ja dadurch definieren. Und da ist es ganz klar, alle Primaten, also alle Herrentiere, haben Nägel. Ich habe dazu mal einen Beitrag in der Mania-Festschrift geschrieben. Und das ist eine ganz klare Definition, die ist viel schärfer. Denn das sind dann keine Insektenfresser mehr, die Klauen haben. Die haben dann freie, fühlende Hände und entwickeln ein ganz neues System. Also das sind natürlich physiologisch, morphologische Dinge, die auch psychisch gesteuert werden, die dann Techniken kontrollieren lassen. Das heißt, die Hand ist eine entscheidende Voraussetzung. Ja. Und die haben ja eigentlich alle Primaten. Ja. Aber nur der Homo. Wir kennen natürlich Primaten, die mit Stöcken agieren, die Nüsse knacken und so weiter und so fort. Aber was mich jetzt interessiert, sind eigentlich komplexe hergestellte Werkzeuge. Und wann kommt es dazu und wie sehen die ersten Werkzeuge aus? Der Licky, der hat in Fort Ternan zwischen 7 und 11 Millionen, das sind die ältesten Steppen, die wir in Afrika haben, da hat er einen Abschlag publiziert. Allerdings nur als Abguss, aber sehr gut fotografiert. Und das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Abschlag von einem Schlagstein. Ja, der hat also diese Kenyapithecus, hat er diesen frühen Menschenaffen genannt, der hat offenbar damit geschlagen und da ist was abgeplatzt. Und das haben wir jede Menge bis heute. Also auch in jedem Zoo kann man die Affen dazu bringen, mit Steinen zu schlagen und irgendwas aufzumachen. Und da entstehen immer Abschläge. Das sind aber keine systematischen Abschläge, wie im sogenannten Oldowan. Und das hat Licky nicht verstanden. Die Diskoiden, das sind Disken, Diskoidenkerne, die entstehen dadurch, dass man von außen immer weiter reduziert. Und dann geht es nicht mehr weiter. Also unsere Spezialisten, die Steinschläger, die stehen dann hoffnungslos davor, wenn man nicht eine neue Plattform macht, wo man weitermachen kann. Das ist ein Restkern, wie man das sagt. Und die andere Möglichkeit ist, die schlagen einfach immer weiter und dann entsteht praktisch eine Kugel, von der man auch nicht mehr abtrennen kann. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, würden sozusagen eigentlich schon die ersten Menschenaffen oder frühe Menschenaffen 8 Millionen, 7 Millionen zumindest mit Steinen schlagen. Die benutzen Werkzeuge, ja. Genau wie andere Tiere. Also es gibt auch selbst Fischotter, Meeresotter, die benutzen also zum Aufschlagen von Muscheln, benutzen die Steine auf dem Bauch im Pazifik. Also viele Tiere. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist die systematische Planung, die man an den Artefakten sehen kann. Also dass man wirklich systematisch arbeitet, das nennen wir Oldowan. Und systematisch geplant. Geplant und dass man auch das nachvollziehen kann, dass man also den ganzen Arbeitsgang wieder aufbauen kann, wenn man genügend Funde hat. Und wann beginnt das? Da sind wir nicht ganz sicher. Also wir wissen, dass wir das richtige Oldowan, das geht nicht unter etwa 2,6 Millionen Jahre. Also da, wo man diese diskoiden Kerne hat, die man sicher erkennen kann. Mhm. Und dann hat man jetzt neuerdings seit ungefähr 5 Jahren, wir nennen das provisorisch, hat noch keinen endgültigen Namen, Proto- oder Prä-Oldowan. Das ist also vorhergehend. Und das sieht viel konsequenter aus, wie man es eigentlich erwarten sollte. Die suchen nämlich relativ längliche Gerölle und die werden einfach in Scheibchen geschlagen. Und das kann man auch zusammensetzen. Und da entsteht aber noch nicht dieser diskoide Kern, der bis heute, der sogenannte Levalor-Kern, das ist eine spezialisierte Form, das hat Licky oder auch Businski nicht auseinanderbekommen. Das ist ein Kontinuum seit 2,5, 2,6 Millionen Jahren. Und die kommen auch noch im frühen Jungpaläolithikum vor, diese Kerne, diese Kernform, diese diskenartigen Kerne. Wir haben ja die frühen Faustkeile dann. Ja, aber ich muss vielleicht noch etwas sagen bei den Disken. Denn jetzt, und das kommt leider in der Archäologie nicht genug vor, wenn man paläohistorisch denkt, ist es selbstverständlich,
Denn diese Kerne werden ja benutzt, um da Abschläge systematisch herzustellen. Und mit den Abschlägen will man ja was tun. Und da haben wir konkrete Spuren, die sind auch von den Cambridge-Leuten, das sind ja unsere Hauptbearbeiter des afrikanischen Materials, also alles, was altpaläolithisch qualifiziert ist, stammt von der Universität Cambridge. Die zeigen auch, dass wir Schnittspuren auf Unterlagen haben. Da ist ganz offensichtlich Haut und Leder bearbeitet worden. Und gleichzeitig muss man annehmen, die haben auch Holz geschnitzt. Denn die Abschläge brauchen wir ja zu irgendwas. Wenn man nur über die Abschläge redet, ohne deren Funktion, dann bleibt das sozusagen im antiquarischen Stecken. Dann kommt die Funktion nicht raus. Das heißt, wir können damit rechnen, dass vor 3,5-3 Millionen Jahren die Menschen Abschläge herstellen, Holz schnitzen, Leder schneiden, Fleisch schneiden. Und Traghäute herstellen. Die müssen ja dann wieder in ihr Lager zurück, wenn die da als Aufrechtgeher rumlaufen. Die Physiologie hat sich ja praktisch 4 Millionen Jahre lang erstmal bilden müssen, damit wir überhaupt laufend atmen können, also beim Gehen. Also wir sind ja völlig morphologisch umgestaltet und dann natürlich physiologisch auch. Und dann muss man in sein Hauptlager zurück, denn da ist alles voller Hyänen und Löwen und da ist besser, man kommt wieder zu seinem Fluchtbaum. Also man muss alles mittragen, nicht? Und man braucht, wenn sie das alles in den Händen tragen und gleichzeitig das Kind dabei haben, also die Babys sind immer bei den Müttern, bei diesen frühen Kulturen oder bei den ganzen Jägerkulturen, auch heute noch, dann bedeutet das, dass man da tatsächlich Gerätschaften braucht und die muss man herstellen. Und dazu braucht man die Abschläge wie ein Taschenmesser, das ist nichts weiter wie ein Schnitzmesser, mit dem man sich das herstellt, was man braucht. Und da werden auch Geflechte noch hergestellt, mit Sicherheit. Das heißt also, ich habe schon eine wahrscheinlich entwickelte materielle Kultur, die einfach aufgrund der Haltungsbedingungen nicht überliefert ist, aber die kann ich aus diesen Messern schließen und aus den Notwendigkeiten zu überleben. Und sogar bei den Auflagen, wo die offenbar schon Riemen geschnitten haben. Das ist leider allerdings so schlecht erhalten, dass man nicht genau sagt, ob das Riemen kann oder ob das nur Kantenbeschneidungen von irgendwelchen Ledern sind. Wir haben die Schnittspuren von diesen Abschlägen auch auf Knochenunterlagen im Oldowan. Wie geht es dann weiter? Zuerst stellt man also diese Abschläge her mit einem Levallois-Kern. Und was sind dann die nächsten Geräte? Dann kommen die sogenannten Chopper- und Chopping-Tools und die Protofaustkeile. Auch die Faustkeile sind schon im älteren Oldowan schon auch angedacht. Die werden dann aber stärker spezialisiert und haben eine Fortsetzung bis in die Renaissance in den Jagdbestecken, die Sie in jedem besseren Jagdmuseum finden. Im Deutschen heißen die nämlich Praxen. Das sind kleine Beilchen, die sind etwa so lang mit einem kleinen Griff, großes Messer, also das Coupe de Poing, die französische Haumesser, das ist praktisch im Deutschen Praxe, wie Pratze, das kommt daher. Das wird benutzt im Jagdbesteck, um damit die großen Tiere, Bär und Schwein aufzubrechen. Dieser Faustkeil ist ja dann für mehr als 1 Million Jahre eigentlich das erfolgreichste menschliche Gerät in der Menschheitsgeschichte überhaupt. Kein Gerät ist so langlebig und nahezu unverändert, wenn ich es richtig sehe, wird er nur etwas dünner mit der Zeit. Der wird dünner und wird spezialisierter, kriegt dann asymmetrische Kanten und wird also in der Funktion genauer definiert in der Herstellung. Aber das älteste Gerät ist natürlich der Abschlag. Ja, das Wesen des Altpaläolithikums ist ja lange Stabilität, wenig Änderungen, wie wir bei den Faustkeilen sehen. Aber nach einigen Jahrhunderttausenden kommt es dann doch zu Änderungen. Ja, wir können ganz deutlich sagen, also nach den bisherigen Befunden, zum Beispiel in Bayern, also in Süddeutschland, sind die letzten Faustkeile, die kann man datieren, so wie der ausgestorbene Mammut, so um 45.000, vielleicht jetzt mit neuen Datierungen 50.000, das hängt ja an den Datierungstechniken. Das heißt, die Faustkeile hören dann auf. Aber dann hören eigentlich die Faustkeile mit dem Beginn des Orinas, ja, als hören die Faustkeile mit dem Verschwinden des Neandertalers auf. Also das mit dem Neandertaler, da bin ich also vorsichtig, ob es da der Neandertaler noch hinterher gibt oder vorher schon nicht gab. Also wir haben ja Neandertaler und sogenannte moderne Menschen im Orient gleichzeitig und die stellen dieselben Geräte her. Und das weiß ich schon als Student. Der Alfred Rust hat mich damit schon provoziert und ich wollte ja dann das aufklären im Orient, aber die Quellenlage ist so mies, da bin ich dann lieber nach Eurasien gegangen und habe mich um die Blattspitzen gekümmert, ja. Wenn wir mit den Technokomplexen weitergehen,
dann haben wir plötzlich die Speere von Schöningen. Die sind schon vorher. Die Speere von Schöningen gehören schon in eine relativ späte Faustkeilindustrie. Ganz sicher, und auch der Heidelberger. Aber die Speere von Schöningen zeigen gleich schlaglichtartig, wie spät dann die Lanze von Lehringen oder Boxgrove, schlaglichtartig, was wir verloren haben an organischer Substanz. Ja. Das heißt, die Steigereihe zeigt uns alles nur sehr mittelbar. Die Speere von Schöningen sind ja fantastisch technisch gebildet. Das heißt, wir haben wahrscheinlich den größten Teil der materiellen Welt verloren und nur in so super guten Fundstellen ist mal etwas erhalten. Ja, und ich habe ja in meiner Urgeschichte der Menschheit, also der Wiederauflage von Gramann, darauf hingewiesen, dass die Speere haben mussten. Also ich bin der Meinung, die Speere sind vom Anfang am Aschelöhr vorhanden. Wir finden sie noch nicht, nicht? Und vorher hatten wir die Grabstöcke, die waren eben keine Speere, die waren aber auch schon aus Holz, die mussten die haben, um ihre Wurzeln auszugraben. Und wir haben da mehr zu erwarten, als wir bisher gefunden haben. Naja, eine ganze Menge Steingeräte sind wahrscheinlich auch Einsätze für Projektile. Ja, das ist aber dann ganz erst eindeutig erkennbar mit diesen Spitzenformen, die dann weltweit so um 200.000 dann anfangen. Also Blattspitzen. Ja, Blattspitzen oder Knochenspitzen. Ja, also Blattspitzen, da versteht man eigentlich Steinspitzen, aber wir haben aus Süddeutschland in der großen Grotte auch schon eine Knochenspitze, die schon aus dem sogenannten Mittelpaläolithikum stammt, also die älter ist als das Jungpaläolithikum. Und bei den Blattspitzen handelt es sich zweifellos dann um Speere, Projektile, ja. 200.000. Ich bin der Meinung, mit hoher Wahrscheinlichkeit schon um Speere, mit Speerschleudern, denn da gibt es ein indirektes Argument, so ähnlich wie die Einwanderung nach Amerika, wegen der Technogrundproduktion, wie wir das nennen. Die haben eine atavistische Grundproduktion, die ist also altertümlicher als das Orinacien, dass nämlich die Australier wahrscheinlich die Speerschleuder schon mit nach Australien bringen. Und das ist dann vor 50.000, vor mehr als 50. Aber wenn Sie sagen, Blattspitzen haben schon Speerschleudern, da wären wir ja dann schon bei 200.000. Ja, unter Umständen, ja. Ja. Nur wir haben, das muss aber nicht wir haben sein. Speerschleudern eigentlich erst im Jungpaläolithikum überliefert. Nee, belegte Speerschleudern. Vor 20 Jahren habe ich schon eine Abbildung machen lassen mit einem Neandertaler mit einer Speerschleuder. Aber das Argument ist eben, die Neandertaler um 50.000 sind ja nur eine von diesen Menschengruppen um diese Zeit. Denn die Neandertaler sind ja in ihrem Raum und ihrer Zeit völlig klar. Das ist die einzige Spezies, also Art der Gattung Homo, die wir von Anfang bis Ende kennen. Und das sind ja meine Spezialthematik. Ja. Ich habe es ja immer mit dieser Industrie zu tun, aber nicht nur mit den Neandertalern, sondern eben mit den zeitgleichen anderen auch. Und die Neandertaler sind ja nur ein Bereich, der also in der alten Welt, die neue Amerika, ist noch nicht besiedelt, Australien wird besiedelt. Das ist ja nicht mal ein Drittel der übrigen asiatischen und afrikanischen Welt. Also das vergisst man immer. Sagen Sie mal, wenn man dann zur Jagd geht, dann hätten wir also zuerst die Holzspeere, dann Blattspitzen, möglicherweise mit Speerschleudern. Und dann richtige Speerschleudern, aber erst im Orinacien. Also die ersten Belege sind sogar erst im Solitär. Und die sind dann aber geschnitzt aus Renngeweih. Auf der anderen Seite, die Leute. Und dann haben wir die Klingenindustrie. Ja, aber die Leute in Schöningen, die müssen, die in ihrer Planung, müssen die sich bewusst sein, dass sie da ein Tier umbringen. Ne? Die müssen also nicht nur reflektieren über Werfen und Treffen, sondern auch über Tod und Leben, meiner Meinung nach. Und das ist natürlich dann schon ein weiter Schritt. Das hat ja Stegoweit in der Kritik von Mania, ohne es zu merken, hervorragend dargestellt. Er hat in Bilsings Leben auch natürliche Abschläge, die benutzt worden sind. Ja? Und hat dann noch diese Striche, die non-utilitären, jetzt kann zeigen unterm Lasermikroskop, dass diese Schnitte da wirklich systematisch angelegt sind. Das sind nicht zufällige Ritzungen wie diese alten da von der Lederbearbeitung her, sondern da haben die sich was dazu gedacht. Ich bin der Meinung, dass man da schon über die Reflexion von ich und du nachdenken kann. Also das ist natürlich dann etwas gewagt, aber als Historiker kann man, oder Astronomen machen das auch, nicht? Sie haben indirekte Belege für neue Dinge, die man noch nicht kennt, aber sie sind schon sozusagen errechenbar.